Also, heute geht es nach Kamakura. Nach Kamakura fährt man von Tokio aus, am besten mit der Odakyu-Linie. Dort gehen wir jetzt mal hin. Für alle Leute, die noch nicht in Japan waren, in Japan benutzt man immer diese kleinen Tickets. Damit kommt man durch die Schranken hier. Und man muss das Ticket auch wieder mitnehmen, sonst kommt man nämlich nicht wieder raus. Die Odakyu-Linie ist eine S-Bahn-Linie, die 2 Ebenen, mehrere Bahnsteige hat. Und die Kamerafrau muss jetzt erstmal herausfinden, wo wir hin müssen. Jetzt sind wir angekommen, erstmal in Inoshima. Von hier aus müssen wir weiter mit der Straßenbahn fahren. Vorher braucht auf jeden Fall unsere Kamerafrau noch was zu essen. Sie ist nämlich schon am Verhungern und ich brauche noch einen Kaffee. Dann fahren wir weiter mit der Straßenbahn nach Kamakura. Jetzt sitze ich hier am Strand mit einem von der Kamerafrau frisch zubereiteten Sandwich und Kaffee. Besser kann der Tag eigentlich gar nicht beginnen. Jetzt sind wir endlich angekommen in Kamakura. Wir sind hier an der Station mit dem sympathischen Namen Hase. Wir werden jetzt zum großen Daibutsu gehen. Aber vorher beten wir noch für das Glück unseres Beitrags. Jetzt sind wir am Gulyo Jinja angekommen. Für einen guten Beitrag in Japan muss man die Götter bestechen. Normalerweise nimmt man dafür 5 Yen. 5 Yen stehen für Glück. Aber da wir besonders viel Glück brauchen für unseren Beitrag, nicht zuletzt, weil ich zurzeit in meinem Unglücksjahr bin. Laut dem hiesigen Shinto-Kult, Alter von 24 und 25, überhaupt gar kein Glück. Brauchen aber doch ein bisschen Glück für den Beitrag und deswegen bestechen wir sie mit der doppelten Menge des üblichen Betrags. So, liebe Götter, Kami-sama, brauchen heute wirklich viel Glück. Lass uns hoffen, dass die Kami-sama uns erhört haben. Er wurde 1252 fertiggestellt und ist so ungefähr die Hauptattraktion von Kamakura. Um uns herum sind tausende von Touristen. Ihr habt ja inzwischen den Daibutsu in Nara gesehen und das hier ist sozusagen das Konkurrenzprodukt. Er ist etwas kleiner, aber als Yoritomo halt in Nara war, hat er sich gedacht, ja, so ein Daibutsu, der ist schon nicht schlecht, den will ich in meiner Hauptstadt auch haben. Ursprünglich gehörte dazu noch eine Halle, die wurde allerdings von einer Flutwelle weggerissen. Also entweder war die Halle sehr instabil und klein oder dort hinten auf den Bergen hat es wirklich sehr, sehr viel geregnet. Jetzt sind wir am Hasedera. Der Hasedera-Tempel ist vor allem bekannt für seine Chizu-Figuren.
Diese kleinen Shih-Tzu-Figuren sind hier vor allem den Kindern, die durch Abtreibung gestorben sind, gewidmet. Frauen, die abgetrieben haben, kommen hierher und versorgen die kleinen Figuren mit Kleidung und Nahrung. Außerdem stehen hier noch mehrere Bodhisattvas und andere Figuren des buddhistischen Götterkanons.